Hungrig auf Antworten sind die Eltern. Wie siehst du das mit der Treue? Offene Beziehung oder monogame? Also offene Beziehung kriege ich nicht hin. Ich teile meinen Mann auch nicht. Ich will auch nicht teilen. Ich meine, man soll wissen, woran man ist. Man soll sich nicht verstellen für den anderen. Mhm. Es ist auch ganz klar, immer seine eigene Meinung zu haben. Und dass man halt nicht dem anderen irgendwie nach dem Mund plappert. Und dementsprechend ist halt Treue und Ehrlichkeit für mich so das wichtigste Gut überhaupt in einer Beziehung. Genau. Mhm. Aber nee, also ich teile meinen Mann eigentlich ungern. Und das eigentlich kann ich auch weglassen, ich teile meinen Mann nicht. Und ich möchte Kim, also ich merke auch langsam, ich möchte ihn auch einfach nicht mehr teilen. Das ist dieses Gefühl in der Villa, dass da noch zwei andere sind, wo ich sage, nee, könnt ihr nicht hier Koffer packen und gehen? Ich möchte diesen Mann haben. Okay. Gab es denn schon mehrere Beziehungen jetzt so vorab? Das ist das größte Problem. Also ich hatte bisher noch gar keine Beziehung. Okay. Ich habe natürlich auch die Angst, dass es ihn halt abschreckt, dass er sagt, okay, der hat keine Beziehung gehabt, der hat keine Erfahrung, der hat sich vielleicht noch nicht ausgelebt. Mhm. Und ich weiß, was ich will und ich habe mich ausprobiert. Was man noch nicht hat, heißt ja nicht, dass es nicht kommt und dass er mit mir halt auch diese Erfahrung schreiben kann. Mhm. Das ist gut. Ja. Maurice ist sehr jung und Kim, so befürchte ich, muss ihm sehr viel noch beibringen. Ja. Und wie sieht das so aus? Was gefällt dir so an Kim? Diese Augen. You look perfect. Da kann man sich einfach unfassbar gut drin verlieren. Und das fällt mir auch jetzt so schwierig, wenn ich mit ihm rede, mich irgendwie zu konzentrieren. Also ich kann ihn auch nicht die ganze Zeit in die Augen gucken, weil ich so denke, okay, Maurice, konzentrier dich jetzt. Sonst vergisst du wieder das, was du sagen wolltest. Und ja, es ist die komplette Erscheinung. Also es ist Wahnsinn. Also das ist jetzt nicht nur so, weil ich es erzählen möchte oder weil ich einen guten Eindruck... Du sollst ja ehrlich sein. Ne, das ist halt wirklich... Ach, wenn man mich fragt, erzähl was von Kim, ich glaube, ich könnte jetzt hier 5 Stunden mit euch sitzen und einfach wie so ein Wasserfall einfach reden und grinst halt auch die ganze Zeit. Ich komme mir wirklich vor wie so ein Teenager und das ist... Ich weiß nicht, was er macht, aber er kann es auf jeden Fall. Ich weiß jetzt, woher Kim diese Ausstrahlung hat. Und du sitzt dann da, okay, du triffst gerade die Mama von deinem hoffentlich zukünftigen Partner und dann ist es so, ach Mama. Wie sind so deine Gefühle zu Kim? Ja. Sternchenaugen. Ja, ich sehe halt, Sternchenaugen. Das ist halt schwierig, also was heißt schwierig? Eigentlich ist es ganz klar, aber das ist irgendwie wie in so einem kitschigen Disney-Film, der noch nicht verfilmt worden ist. Also es ist irgendwie, ich weiß nicht, also ich glaube, mein Gesicht spricht für sich, wenn ich den Namen nur höre. Das ist halt, und wenn ich ihn sehe und wir haben ja bisher immer das Glück gehabt, wenn wir uns gesehen haben und kurz die Zweisamkeit hatten, dass dann auch der ein oder andere Kuss gefallen ist. Mhm. Und also innerlich, ja. Wirklich, ich weiß nicht, was er mit mir angerichtet hat, aber das ist, es ist wirklich sehr, sehr kitschig. Mhm. Und ich denke halt immer so, boah, Maurice, ey. Was passiert hier gerade? Und es ist aber auch unglaublich schön, dass ich halt jetzt auch merke, okay, da sind nicht nur Schmetterlinge, sondern... Da kommen Gefühle. Du hast dich verliebt. Schön. Ja. Maurice hat einfach erzählt, was sein Herz ihm sagt. Dann würden wir uns bei dir bedanken, dass du hier warst. Ich habe mich gefreut, euch kennenzulernen und hoffe, dass wir uns vielleicht wiedersehen. Man weiß es nicht. Ja, genau. Aber es war trotzdem schön, okay, dich kennengelernt zu haben. Darf ich euch noch mal drücken? Das darfst du. Ich wünsche dir alles Gute. Ich glaube, ich konnte ganz gut verdeutlichen, was in mir vorgeht, was mein Herz sagt und dass ich wirklich Gefühle für Kim habe. Es wird wieder charming. Wenn ihr bei meiner Staffel nichts verpassen wollt, abonniert den Kanal und schaut euch die restlichen Videos an. Ganze Folgen findet ihr auf TV Now. Klickt hier.